Um Beastblind-Sketche besser editieren zu können, habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich so eine Konstruktion, die nenne ich jetzt mal Kleeblatt. Und dieses Kleeblatt ist ein Beastblind, ein geschlossenes Beastblind mit 16 Polen. Erstmal die Eigenschaft, es gibt vier Pole, die sind so angelegt, dass sie auf den Ecken eines Vierecks liegen. Die nenne ich mal Eckpole. Und dann haben wir vier Stück, die gehören zu jeweils einer Seite. Und wenn ich die bewege, kann ich die Form der Seite verändern. So ein Seitenpol verändert immer nur das Segment, was von einer Ecke zur anderen geht. Und dann gibt es noch jeweils zwei Pole zu einer Ecke, die den Tangentialübergang hier in der Ecke festlegen. Das heißt, wenn ich die aneinander ranziehe, wird die Tangente, die Abweichung von der Tangente geht schneller, oder ich ziehe die auseinander, dann wird die Tangente einfach länger. Wenn ich die ganz weit ranziehe, könnte ich rein theoretisch auch eine scharfe Ecke erzeugen. Also das sieht man jetzt mal hier, wenn man hier rangeht, dann entsteht hier eine scharfe Ecke. So, wie funktioniert das Ganze? Wir erzeugen in einer neuen Datei ein solches Objekt, schauen uns das an. Das sieht jetzt erstmal so aus. Dann gehe ich in den Sketcher hinein. Hier springt er immer auf das alte Dokument über. Das schmeiße ich jetzt erstmal weg. Also nochmal rein. Und dann kann ich das erstmal auseinanderziehen. Mein Viereck, so wie ich das brauche. Und ich könnte jetzt hergehen und könnte sagen, diesen einen Punkt, den ich habe, den positioniere ich mal fest, gebe da also Koordinaten an, wo der zu liegen hat. Das könnte ich dann mit den anderen auch machen. Damit liegt dann dieses Rechteck da erstmal fest. So, und ich sehe auch, wenn ich das jetzt verschiebe, nochmal kurz, wie sah meine Kurve vorher aus, wie sieht sie jetzt aus. Das nächste, was ich machen kann, ist, ich kann die Länge der Tangente hier verändern. Könnte das natürlich auch alles über Parameter machen und kann eben die inneren Punkte verschieben. So, wenn ich jetzt hier zwei Punkte habe, dann kann ich sagen, Abstand der beiden Punkte ist 0,01 mm. Und in dem Moment habe ich hier eine scharfe Ecke. Da muss ich noch sichtbar machen. Da habe ich hier eine scharfe Ecke. Das geht bei allen anderen Ecken dann genauso. Wenn ich dann dieses Objekt insgesamt da habe, dann kann ich auch mal den Gewichte-Editor starten. Also ich wähle den Sketch aus und sage Kurve Gewichteditor. Und jetzt hätte ich die Möglichkeit, hier in meine Kurve noch zum Beispiel bei der 12 das noch weiter reinzuziehen. Ich gehe also hier auf 12 und kann das dann hier ranziehen und könnte 11 wieder rausziehen. Oder eben hier oben bei der 15. Und damit habe ich auch die Möglichkeit, hier Feinarbeiten zu machen. Und hätte jetzt eine gewichtete Figur.